So, herzlich willkommen zurück zu Surgeon Simulator. Huhu, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Folge 9 mittlerweile. Und ich habe vergessen, die Uhr zu stellen, natürlich. So, wir waren. Huch, hallo? Was macht der denn da? Hallo? Er ist schon am Rumpopeln. Was macht der denn da? Hallo? Was. Ja, liebe Leute, so. Wir sind bei der Augentransplantation stehen geblieben. Ja, die wir natürlich jetzt versuchen und das Ganze angehen. Und schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ihr die Videos schaut. Lange hat es gedauert, ich weiß. Aber es geht los. So. Ich kann mich entsinnen. Ich muss erstmal die Steuerung, weil ich habe jetzt schon länger nicht mehr Surgeon Simulator gespielt. Ja, ich muss jetzt erstmal schauen. Ich werde erstmal. Das ist, glaube ich, nicht gut, so die Schere zu nehmen. So ist das auch nicht gut. Wie kann ich denn nochmal. Ah ja, so war das, glaube ich, drehen, ne? Na toll, die fällt genau wieder in dieselbe Richtung. Pulsader! Die fällt wieder in dieselbe Richtung. Das gibt's doch gar nicht. Ich brauche die Schere. Hallo? Kommst du mal her? Oh toll, meine Uhr ist schon. Ja, gleich ist die Schere weg. Ich sehe es schon. So. Ich habe mir sagen lassen von einem findigen Zuschauer, man soll hier die Dings wegschneiden, cutten. Vorsicht! Ja, genau. Die Bänder von der Brille. Alter, ihr müsstet mich jetzt mal hier sehen, wie ich am Rumtouren bin mit dem Controller. Wie er schon guckt. Na, was machst du mit der Schere da? Hallo? Oh, Entschuldigung. Huch. Oh. Oh. Alter. Ich komme da. Oh, in den Hals. Entschuldigung. Ich doch mal. Schneid doch. Ah, jetzt so. So geht nämlich auch viel, viel leichter die Brille ab. Und wir waren, glaube ich, damals mit dem Skalpell auch gar nicht so verkehrt gewesen, soweit wie ich das mitbekommen habe. Ja. Muss man. Huch. Okay. Hallo? Hallo? Oh, das sieht so. Oh, das sieht so fies aus. Okay, das sieht sehr, sehr fies aus. Wah, wah, wah. Hallo? Hallo, Kollege, sag mal, guckst du mal in meine Richtung? Ich muss ja ein Auge ausstechen. Hallo, hallo. Genau, guck mal in die Richtung, das ist viel, viel besser. Na, super. Ich kriege dieses Dreckskalpell da nicht rein, das gibt's doch nicht. So, jetzt Achtung, Achtung, jetzt mit Schwung. Achtung. 3, 2, 1 und zack. Okay, auch wieder nicht. Ah, jetzt so. Wunderbar. Huch. Gib mir dann mein Skalpell wieder. Hallo? So. Und dann soll man ihn wohl so stark es geht, wohl schlagen irgendwie mit irgendeinen Gegenständen oder sowas. Ja. Hier mit dem Q-Tipp-Becher. Oh! So. Alter, wie er guckt! Wie er guckt, wo guckst du denn hin? Hallo? Lässt er im Becher? Nein, 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 nicht, dass die Augen weggehen. Bist du verrückt? Nein! Nein! Shit! Die Augen sind gleich weg. Ich werde verrückt. So, und dann müssen wir das natürlich da. Genau. Wir haben ja noch ein paar Skalpelle. So ist ja nicht. Schwester? Tupfer! So, also. Dann wollen wir das nochmal abschneiden eben. Ganz schnell da. Hallo? Hallo? Abschneiden! 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 Abschneiden. Abschneiden. Ja, einen haben wir ab.
Boah, wenn so eine Augen operiert, sieht das all, dann kann ich mir gar nicht, da möchte ich niemals dabei sein. Noch niemals nur zum Zugucken. Ich meine, der kriegt ja eh nichts mit, aber das ist nicht sehr schön. Huch, das war nicht tief genug. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal die Augen da ausschütten. Hallo, kommst du wohl da? So. Und dann müssen wir eigentlich gleich schon fertig sein. Dann haben wir gleich schon die Augen-OP fast fertig. Hallo? Geht's so? Er nimmt das Auge nicht an. Ich werd bekloppt. Er nimmt das Auge nicht an. Hallo, nimm das so. Ich pumpel dir das doch rein in die Birne. Ah, jetzt so. Okay. So, dann nehmen wir noch das andere Auge. Habe ich das jetzt genommen? Nein, habe ich nicht. Weil wo? Ach, kriegt er noch ein Glasauge? Ist ja egal. Kriegt er hier nur so ein 8-Ball? Ich krieg das Auge nicht. Ist denn sowas möglich? Mein Gott, komm her, du scheiß Kugel. Sag mal, Glasauge, komm her. Ist denn sowas? Ah, jetzt, okay. Ach, da dreht sie sich schon. Yes! Korrekt! Augen-OP! Yeah! Cool! Nein, weiter... Was war denn jetzt? War jetzt weiß oder war jetzt schwarz weiterspielen? Weiterspielen? War das jetzt richtig? Oder war das jetzt nochmal machen? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben die Augen OP. Okay, das war nochmal. Das müssen wir natürlich nicht. Gehen wir also zurück zum Menü. Ja, haben wir die Augen OP. Ist ja der Wahnsinn. Obwohl viele davon gesprochen haben, dass es eigentlich schwierig wäre angeblich. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mittlerweile hier 4 Disketten. Die hätte ich mal vorher gut gebrauchen können. Funktioniert der hier vielleicht? Haben wir hier wohl eine Kassette? Na, ist ja egal. So, was haben wir denn als nächstes auf dem Plan? Der Schrecken vor dem Herrn. Immer noch unser Bob. Also der Bob, der ist ganz schön krank. Der braucht ganz schön eine Operation. Ist ja der Wahnsinn. Und, ja. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Zahntransplantation durchführen. So, wie kriege ich jetzt hier die Maske ab? Kriege ich irgendwie die Maske ab? Gehst du ab, du scheiß Maske? Okay, versuchen wir mal wieder die Bänder abzuschneiden. Das war eine gute Taktik. Ja. Cutten wir die... Uah, hupala, Entschuldigung. So, das war... Ah, das funktioniert sogar. Wunderbar. Ah, okay, wenn dieses... Ah, wunderbar. Sehr, sehr schön. Schön ablegen, die Schere. Schön ab... Na, schön ablegen ist was anderes. Ja, oh, hat du schwarze Zähne. Hat du... Oh, und unser Bob hat mittlerweile einen Schnurrbart. Ja. Ich puppel immer so ein bisschen in die Nase. Nein, 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 nein. Ich bin... Ich bin Bob. Ja. So, wie müssen wir das denn... Alter Falda, wie müssen wir das denn machen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Boah, diese coole Pornomusik aus den 80ern. Yeah, yeah, yeah. Ich würde jetzt mal so ganz schwer behaupten, dass wir vielleicht erstmal die Zähne rausschlagen mit dem Hammer. Würde ich jetzt mal... Aber ich weiß nicht, ob das... Oh. 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 Oh, nein, nicht in die Nase. So, vielleicht. Das ist richtig. Ich weiß das gar nicht, ob ich hier... Oh. Ja, es ist gar, sieht gar nicht mal so schlecht aus, ja? Bob, deine schwarzen Zähne kriegen wir raus. Ja, das ist nicht das Problem. Oh. Nicht ins Gesicht. Reflex. Reflex nicht ins...
Sind die jetzt schon raus? Ne, da ist noch ein schwarzer, ne? Huch. Aber der geht irgendwie... Ich popel ihn damit eher in die Nase als wie... Ja, ganz brav. Ich hau ihn noch die unteren auch noch kaputt. Wie viele Zähne kriegt er denn? Und vor allem, wo sind die neuen? Sind das die neuen Zähne? Jetzt habe ich ihn unten schon Zahn rausgehauen. Gibt's denn hier auch sowas wie eine Zange? Um das... Ich glaube, ich werde ihm mal eine Spritze geben. Weil er verliert mir schon wieder zu viel Blut. Oh. Spritzen bei Zahnärzten finde ich immer schrecklich. So. Aber wie... hier eine Pinzette vielleicht. Vielleicht kriegen wir... Huch. Diese geile Physik. Oh mein Gott. Jetzt spritze ich mich gleich schon wieder selber. Ich sehe schon wieder kommen. Ah, der Zahn ist aber weg, sehe ich gerade. Sehr gut. Weißt du, wenn wir ihnen so eine Tablette geben? Ist das eine Betäubungstablette? Hallo? Nimmst du wohl die... Haben wir jetzt eine Tablette? Nee, natürlich nicht. Nein, hier nicht so ein Schweinehaken. Wie nennt man die Dinger überhaupt? Ihr könnt mir das wahrscheinlich sagen. Ich will doch nur so eine... Kann man... Sag mal. Ich will doch nur so eine Tablette haben. Dann nehme ich jetzt so die... Komm her, du scheiß Tablette, du. Komm her, du. Na, ist ja egal. Wie ist das denn jetzt hier mit den... Sind das hier die Zähne, die neuen? Ist das richtig? Sehe ich das? Huch. Hallo? Wie geht das auf? Das geht überhaupt nicht auf. Fallen die neuen Zähne schon raus. Wie klasse ist das denn? Ich reiße erstmal hier den Deckel ab. So. Ach man, das geht überhaupt nicht offen. Hallo. Wie macht man denn sowas auf? Gibt's denn... Huch. Okay, das haben wir schon mal. Aber das sind doch die alten Zähne, oder sehe ich das falsch? Oder? Oder irre ich mich da jetzt? Boah, diese Pornomusik. Nee. Sind das überhaupt die neuen Zähne? Bin ich... Macht er einen Löffel hier auf seiner Brust? Das müssen ja die Zähne sein, weil was soll... Vielleicht lasern wir ihm am besten mal die Zähne weg. Weil was sollen... Aber so viele? Und wieso... Huch! Okay. Was soll ich mal hier diesen Becher an die Seite packen, weil er stört unheimlich. Beim Greifen vor allen Dingen. Moment. Da hinten haben wir noch so eine Pinzette. Wenn ich die mal bekommen würde. Hallo? Hoi! Die Dose fliegt mal wieder! Lass uns mal gucken, kann man denn hiermit da was nehmen? Ah, Tatsache. Und wie funktioniert das jetzt? Ah, wie cool ist das? Oh nein, jetzt habe ich auch noch die Pinzette in die Spritze geschmissen. Oh nee. Oh mein Gott. Oh, okay. Okay, das sieht bis jetzt ganz gut aus. Also ich finde hier, Dr. Flex ist mal wieder hier bereit. Ja, die Frauen, der Arzt... Oh! Schluck ihn runter. Ist nicht so schlimm. Wenn er aufwacht, hat dann beißenden Geschmack. So. Der kriegt voll so ein Hamstergebiss. Das gibt's doch gar nicht. Alter, wir müssen... Oh. Wir müssen hier unten noch einen Zahn hinpacken. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube... Hallo?
Okay. Nehmen wir noch einen neuen. So. Jetzt schauen wir mal. Okay. Da müssen zwei hin. Ich hätte jetzt gedacht, einer nur. Ich bin mal gespannt, ob das richtig ist. Ah, da oben hat er, glaube ich, noch einen kaputten, sehe ich gerade. Einen schwarzen, also einen dunklen. Ah, nein. Ah. Komm her. Ganz sachte. Na, ja, genau. Und da oben hat er aber noch einen kaputten Zahn, sehe ich gerade. Da oben in Ecke. So ein Mist aber auch. Das heißt, der müsste erstmal... Nein. Nein, sowas machen wir nicht. Wie kriegen wir den denn raus? Jetzt habe ich schon die Zähne eingesetzt. Das ist so... Erstmal hier weg mit der Scheiße. Probieren wir es nochmal mit dem Hammer. Vielleicht... Huch! Hammer, bleib hier! Boah. Ich kann den Hammer nicht... Ist denn sowas möglich? So, jetzt... Nein! Hallo! So. Jetzt lasse ich mal den Hammer fallen. Lass den Hammer fallen. Nicht auf dem Boden. Es liegt da natürlich sehr, sehr geil in der Hand. Weil ich jetzt auch so viel sehe, was ich hier tue. Meine Güte. Ja, liebe Leute. Dr. Flex ist auch Zahnarzt. Ihr seht's, ja. Er macht nicht nur... Augentransplantation, Gehirntransplantation und Nierentransplantation, sondern er macht auch andere Sachen. Ja, also kommt gerne vorbei. Ich operiere euch gerne. Das ist die richtige Höhe, müsste das sein. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hoffentlich schaffen wir das. Ich würde mich freuen. Ich würde mich riesig freuen. Schauen wir mal. Na, 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 na. Nimmt er den Zahn jetzt an, da in der Ecke? Na, fast. Hallo. Ganz. Oh. Okay, nehmen wir mal hier so einen Zahn. Vielleicht ist es ja dieser. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, wir haben ihn die richtigen Zähne eingesetzt. Weil nicht, dass es nachher wirklich wichtig ist, welche Zähne man da einsetzt. Oh. Ja, das ist. Huch. Na, super. Gleich haben wir keine mehr. Ja, da muss er hin. Genau da. Oh. Yes! Ja, das war richtig. Es war egal, welche Zähne. Jawohl! Cool, wir haben es geschafft. Yeah! Ich finde, das sieht gut aus. Der wird bestimmt überleben. Überleben auf jeden Fall, aber der wird sich definitiv hässlich fühlen. Und, ja, da haben wir doch direkt zwei OPs in einer Folge geschafft. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, macht aber nichts. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet. Dann geht's weiter mit Surgeon Simulator und mal schauen, was uns dann erwartet. Also, macht's gut. Ciao.